Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch grüßen. Ich freue mich natürlich ganz herzlich, dass ihr am Start seid. Und wie ihr sehen könnt oder vielleicht auch eben nicht sehen könnt, ist der Greenscreen ja an bzw. weg. Ja, das liegt daran, dass ich ja bisher, ist die Frage, wurde ja tausendmal gestellt, Tobi, warum benutzt du einen Greenscreen nicht? Das war ganz einfach, meine alte Logitech, die ich hatte, die konnte das nicht so gut. Da waren immer irgendwelche, also es kann jetzt auch passieren, wenn das Licht mal ein bisschen umschwenkt, zu viel Sonne kommt, aber... Dann waren die ganze Zeit am Flackern hinten und das hat mich richtig hart gezählt, deswegen hatte ich den Greenscreen immer aus. Und die neue Kamera, die kann es einfach besser, also ich hatte die jetzt eingeschickt, weil die ein bisschen kaputt war und die kann das einfach ein bisschen besser, ja, das heißt, jetzt können wir auch wieder Greenscreen nutzen, aber worum soll es sich heute drehen? Natürlich um den PBE. Ich habe jetzt extra ein bisschen gewartet, sodass schöne, viele, geile Änderungen auf dem PBE draufkommen und ich möchte euch natürlich erklären, was das für League of Legends bedeutet, warum das so ist, etc. Nochmal kurz zur Kamera, wenn da irgendwas nicht passen sollte, ich habe sie jetzt extra mal ein bisschen größer gemacht für dieses Video, aber falls der Winkel nicht so schön ist, das Licht, das Bild, irgendwas, ne, dann könnt ihr das gerne sagen, ich habe da noch nicht großartig was umgestellt. So, das heißt, ein neuer Skin kommt, Conqueror Varus, ist schön und gut, ne, wahre Skins sind immer toll. Hier haben wir auch noch einen Swain-Skin. Sieht ehrlich, der Kopf sieht ein bisschen komisch aus. Sieht ein bisschen aus wie so ein Galio-Skin schon fast. Kann man auf jeden Fall machen. Baron kriegt noch ein neues Outfit, aber das ist alles uninteressant. Was interessant sind, sind die Champion-Changes. Ahri-Changes habt ihr wahrscheinlich schon 300 Mal gehört, aber die werden ja ständig, also Ahri gab es auch schon 300 verschiedene Versionen, ja. Das heißt, die aktuelle Version werde ich euch einfach nochmal ganz kurz und knapp vorstellen. Und zwar wurde ihre Passive und ihre Q geändert. Das heißt, ihre Passive, wo sie sich geheilt hat nach 9 Spells, ist jetzt bei ihrer Q. Wenn sie quasi 9 Spells trifft, kann sie sich mit ihrer nächsten Q heilen. Das ist auf der Q drauf. Auf der Passive ist dafür ihre alte Q-Passive drauf. Das heißt, dass sie Bonus-Movement-Speed bekommt. Dieses Bonus-Movement-Speed bekommt sie, sobald sie 2 Hits getroffen hat. Und zwar innerhalb von 1,5 Sekunden. Da bekommt sie 20% Movement-Speed für 3 Sekunden. Ja, was ist der Unterschied? Was bedeutet das? Erstmal haben wir hier einen 9 Sekunden Cooldown drauf. Das heißt, die alte Ahri-Q hatte 7 Sekunden Cooldown. Wenn ihr noch ein bisschen Cooldown Reduction dazu gekauft habt, das funktioniert nämlich hierzu nicht, habt ihr so, keine Ahnung, so zwischen 4 und 5 Sekunden, je nachdem wie viel ihr gekauft habt, vielleicht auch 6 Sekunden, Cooldown auf dem zusätzlichen Movement Speed gehabt. Ihr konntet das außerdem benutzen, um aus der Base rauszulaufen, ja, oder irgendwo schneller hinzulaufen, zu escapen etc., ohne dabei einen Gegner zu treffen. Ja, das heißt, hier müsst ihr immer einen Gegner treffen. 2 Spells treffen bedeutet, es geht auch mit einer Q hin zurück, ja, das funktioniert, oder eine W, wenn die 2 feuern ein Ding treffen, oder auch mit der Ultimate, kriegt ihr jedes Mal Movement Speed, aber ihr müsst einen Gegner treffen. Solltet ihr also gerade gegankt werden und ihr werft eure Q und verfehlt diese, dann bekommt ihr kein Movement Speed dazu. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Hier außerdem funktioniert das Heal nur für die nächste Q. Das ist im Prinzip sowieso der beste Spell, um den Heal einzusammeln, aber doch irgendwo ein Nerf. Das heißt, wenn ihr gerade keine Q ready habt, ihr habt den Heal ready und ihr seid kurz vorm Sterben, könnt ihr euch durch die anderen Spells nicht heilen. Aber bevor wir da weiter drauf eingehen, gehen wir nochmal erstmal zur W. Die W kriegt so kleine Komfortänderungen, kostet jetzt nur noch 40 Mana, der Delay, wann die Kugeln auf Monster etc. oder Minions gehen, ist etwas erhöht worden, das heißt, es gibt mehr Zeit, um den Kugeln ein Ziel für den Champion zu suchen. Außerdem gibt es ein neues Priority-System, also eigentlich gab es das immer schon irgendwie, aber hier steht New. Das heißt, wenn ein Champion von Charm betroffen ist, dann fliegen alle Feuerkugeln auf dieses Ziel, oder wenn ihr einen Champion quasi gebasic auto-attackt habt. Also bei basic auto-attack war es, meine ich, schon sowieso schon immer, oder was? Dass man erst einen Spell getroffen hat. Auf jeden Fall ist das New, Leute. Wenn New dran steht, muss es New sein. Ja, aber vorher gab es auch schon diese Priorität so ein bisschen, ne? Ansonsten, Charm ist, Charm ist wieder so, wie eine alte Version damals war. Das heißt, hat weniger Scaling, 20%, das ist ziemlich viel, und auch 20% weniger Base Damage. Allerdings, wenn ihr einen Charm trefft, kriegt dieses Ziel 20% mehr Damage von Ahris Abilities für die nächsten 5 Sekunden. Das ist ziemlich krass und meistens war diese Änderung so, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen Ahri Q Damage runter, wir nehmen Ahri W Damage runter, und wenn sie ihr Charm trifft, dann hat sie wieder ihren Damage oder vielleicht sogar etwas zusätzlich. Ja, das ist so eine Bedingung, damit man auch wirklich den Charm treffen muss. Hier allerdings bei dieser Version wurde gar nichts reduziert. Das heißt, wir haben bei der Q keinen weniger Damage, auch bei der W keinen weniger Damage. Man könnte bei der Ult jetzt denken, ja, Tobi, hier haben wir weniger Damage, was sagst du denn überhaupt, was erzählst du hier für einen Quatsch? Aber wir haben hier quasi 30 weniger Damage auf Stufe 5, wollte ich jetzt sagen, auf Stufe 3, aber dafür 10% mehr AP-Scaling, und allerdings dieses AP-Scaling gleicht es komplett aus. Das heißt, auch hier haben wir zusätzlichen Schaden, und das ist ziemlich krass. Das heißt, die neue, diese Ahri, falls sie wirklich so raufkommen sollte, hat immens viel Schaden, wenn sie ihr Charm trifft, was wichtig ist, das Charm muss sie treffen, hat aber im Endeffekt weniger Mobility, ja.
Hier muss man auch sagen, okay, es hält 3 Sekunden. 3 Sekunden, also ich denke mal, bei der alten stand keine Zeit dabei, aber es waren so 1 bis maximal vielleicht 2 Sekunden, die ihr da bekommen habt. Das war ja abhängig, wie lange die Kugel unterwegs war. Das heißt, wir haben hier zusätzliches, ja, ein bisschen mehr Movement Speed, aber halt nicht ganz so oft und auch nicht ganz so verlässlich. Wir sind nicht mehr ganz so mobil, I guess. Ja, weiter geht es dann mit Braum. Braum kriegt ein bisschen weniger Damage Reduction durch sein Schild, das ist ganz nett. Jenna ist super am Abfacken, die ist so krass stark geworden. Übrigens sind alle Jenna Mains super toxic. Gestern schon wieder gehabt, woher kommt das? Das sind aber auch immer die Jennas, die so 200 Game schon haben. Ja, kriegt ein bisschen weniger Damage auf der W, das ist nicht viel, aber das ist ganz, ganz wichtig, denn ja, die pusht euch damit einfach komplett aus der Lane. Kaiser aktuell ein richtig, ich liebe Kaiser. Ich habe 3 AD Carry Kaiser Games auf meinem Main, ich spiele nie AD Carry und habe alle 3 Games komplett gestompt mit einer, ich habe eine KDA von 5 oder so auf der. Klar, nur 3 Games, aber ja, hier 5% weniger AD Ratio. Jetzt könnte man sagen, Tobi, das ist nichts. Das ist einfach nichts. Aber hier auch wieder für jedes Projektil 5%. Ja, das heißt, das Ganze müssen wir mal 6 nehmen oder entwickelt auch mal 12. Das ist dann schon ganz schön viel. Aber sie ist auch by far aktuell der beste AD Carry. Und ich denke, nach diesem Nerf wird sie immer noch ziemlich viable sein, denn das krasseste an Kaiser ist meiner Meinung nach ihre Passive. Die haut einfach komplett rein. LeBlanc wird immer noch, ja, dran rumgefummelt. Da wird immer noch dran, ganz viel dran rumgebastelt. Ja, Lux. Lux ist in meinen Augen ziemlich useless. Kriegt 20 mehr Damage auf ihrer Q. Das ist ziemlich cool. Denn, ja, hätten sie das auf der E gemacht, dann wäre ich komplett am Ragen gewesen. Ne? Die Q, dann hat sie ein bisschen mehr für ihr All-In-Kombo quasi, ein bisschen weniger Mana-Kosten. Und die W shieldet jetzt immer zweifach, wenn ihr, also immer, ne? Nicht wenn ihr, immer. Vorher war es so, wenn ihr einen Verbündeten auf dem Rückweg oder auf dem Hinweg getroffen habt, dann habt ihr doppeltes Schild bekommen. Jetzt einfach immer. Schön. Also, ja, weiß ich nicht. Ich mag Lux nicht. Aber eigentlich spiele ich gerne gegen Lux, weil es irgendwie ist nicht so hart. Es ist nervig im Early Game, aber na gut. Nautilus bekommt... Ja, Nautilus ist immer so ein Phasenweise. Ne? Meistens hast du so eine Phase, sind diese ganzen Tanks auf der Top-Lane, Maokai, Nautilus etc. Aber aktuell kein Nautilus. Nautilus kriegt einen tatsächlich ziemlich coolen Buff. Und zwar 4 Sekunden auf Stufe 1. Was bedeutet das? Das also später gleich. Aber das ist tatsächlich ziemlich cool, denn als Nautilus maxst du zuerst deine W und dann deine E oder zuerst die E, die W, je nachdem, wie du Geschmack hast gerade. Und als letztes die Q. Das heißt aber, sobald du einen Punkt da drin hast, hast du sofort 4 Sekunden Cooldown gespart bis ins Endgame, wo du es erst mit Level 12 oder so quasi anfängst zu maxen. Das ist ziemlich, ziemlich nett. Ist jetzt, ja, ne, sollte man einfach so annehmen, ne? Sion kriegt auch einige Änderungen und hier könnte man auch denken, hey, Tobi, was ist das, ne? Was ist das hier? Sein Q-Damage wird nämlich, also Sion ist ja aktuell relativ stark tatsächlich, sein Q-Damage, Minimum-Damage wird erhöht und auch sein Maximum-Damage wird erhöht. Und da könnte man wirklich fragen, warum buffen sie Sion? Aber er wird nicht gebufft. Aktuell ist es ja so, beziehungsweise gehen wir erstmal weiter. Die AD-Ratio wird jetzt gechanged von 65% auf scalend 40 bis 60. Ja, das heißt, es fängt sehr, sehr tief an und geht dann immer noch ein bisschen tiefer, aber auf 60. Und aktuell spielen alle Sions Brüll-Sion. Ja, das heißt, sie maxen zuerst das E und schubsen die Minions durch die Gegend. Und das ist, ich meine, der Dude hat eine riesige Axt, der ist ein laufender Panzer, ein Turm. Und der brüllt irgendwelche Minions an. Der sollte dich mit der Axt zerfleischen. Macht der gar nicht. Und deswegen wollen die so ein bisschen, was einfach kein schönes Gameplay ist anscheinend, wollen sie so ein bisschen dafür sorgen, dass die Sions in dieser Q maxen. Wenn du nämlich die Q nicht maxst, dann hast du eine richtig schwache Q mit 40% Scaling. Und ja, ne, das ist nicht so geil. Und deswegen ist es dadurch interessanter, da Punkte reinzumachen. Time Kench bekommt jetzt nicht länger zusätzliches Movement Speed, wenn er einen Verbündeten auffrisst und zum Verbündeten oder wegrennt quasi, zum Gegner wegrennt. Oder ein Gegner auf dem Weg ist. So, jetzt haben wir es. Was ist die Idee dabei? Die grundsätzliche Idee, warum das überhaupt drin ist, war, dass Riot sagt, okay, hey, ich, Tom Kench, fress jetzt meinen Draven und wir machen ein aggressives Play und rennen auf die Gegner zu und dann schmeiße ich den dahin und wir böllern die aus dem Leben. Das sollte gefördert werden. Problem hierbei ist, dass sehr, sehr oft passiert, dass Tom Kench jetzt seinen Draven auffrisst und auf dem Escape-Weg, ja, wo er wegrennen will, irgendein Gegner steht. Eine Fiora, keine Ahnung, irgendwas, der da rumfummelt. Und obwohl du escapes, rennst du schneller weg. Ne? Und das ist halt nicht so ganz toll gemacht. Ja. Passive kriegt auch ein bisschen weniger HP wieder. Das wurde quasi genervt. Und Varus. Varus ist auch sehr, sehr interessant. Wurde jetzt quasi über die letzten Wochen immer ein bisschen, ja, geschwächt, sag ich mal. Auch die letzten Änderungen. Er ist jetzt mittlerweile unter 50% Winrate. Und er kriegt weniger Damage auf seiner W. Und zwar ist es so, dass er immer Passive mit jedem Pfeil Bonus-Damage gemacht hat. Es wird reduziert. Dafür bekommt er aber eine komplett neue Active auf der W. Diese hat 40 Sekunden Cooldown. Und
kostet 0 Mana. Das ist ziemlich geil. Wenn ihr das aktiviert, dann wird euer nächster Piercing Arrow, also eure nächste Q, verzaubert, macht Bonus Magic Damage und Target Missing Health Damage. Und zwar abhängig von natürlich wie viele Punkten da drin sind, 10-15%. Ja, das ist ziemlich geil. Es scaled ebenfalls hier mit dem Piercing Arrow Charge. Ja, was ist daran interessant und warum soll das Ganze? Grundsätzlich soll erstmal der Pfeil, das ist das Wichtigste an Varus, so sagt Riot. Ja, das ist sein Kennzeichen und es soll, unabhängig welchen Item-Bild du gehst, soll er stark sein. Ja, das heißt, es gibt natürlich einige Varus, die, wenn die auf AP spielen, der Pfeil nicht so krass reinböllert, oder wenn sie 4 Attack-Speed bauen, der Pfeil nicht so krass reinböllert, aber der Pfeil soll sein Markenzeichen sein und deswegen sollen auch Varus-Spieler, deswegen ist der Cooldown so hoch, jetzt habe ich 100 Mal deswegen gesagt, 40 Sekunden, sie sollen sich wirklich entscheiden, okay, jetzt ist der allerbeste Moment für diesen Pfeil. Es soll der eine Pfeil sein. Es ist der Pfeil. Der Pfeil, ja. Nicht einfach so, ja, jetzt den Pfeil, sondern man soll wirklich gut entscheiden, wann man diesen Pfeil benutzt. Und natürlich gibt es auch Möglichkeiten, gegen Varus zu spielen, wenn er diesen Pfeil geschossen hat. Natürlich muss man gucken, ich hoffe, da gibt es eine Animation, sodass der Gegner sieht, okay, jetzt hat er den Pfeil auch gerade am Start und will ihn aufladen, sodass der irgendwie komplett ausrastet und leuchtet oder so. Ja, vielleicht könnte das hier die Animation sein. Das ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das der normale Pfeil auch so aussieht. Aber ist im Prinzip eine relativ coole, interessante Geschichte. Mag ich. Na, dann gehen wir weiter zu Vi. Vi kriegt so kleine Änderungen. Und zwar hat sie jetzt weniger Cooldown auf dem Schild im Early Game. Das heißt, sie kommt besser durch den Jungle. Ihr Vault Break hat weniger Cooldown, kostet weniger. Dentist Blows kriegen ein bisschen mehr Attack Speed. Das sind also all over so rundum Buffs. Ne? Ist ganz cool. Vi ist ein cooler Ganker. Sehr, sehr einfach vor allem. Sehr effektiv. Kann sehr gut auch auf Damage gebaut werden. Sehr bestrafend. Droppt aber ziemlich krass im Late Game, muss man tatsächlich sagen. Ja. Oracle Lens. Habt ihr mit Sicherheit auch schon mitbekommen, aber ich möchte es natürlich nicht auslassen. Oracle Lens, also es gibt ja zwei Linsen, ja, das heißt die eine, die nur auf der Stelle ist und die eine, die bessere mit Level 9. Und die kleine schwache wird jetzt weggeschmissen und ihr könnt mit Level 1 direkt die große geile kaufen. Und die Idee hierbei ist, beziehungsweise warum wurde das überhaupt eingeführt? Es wurde deswegen eingeführt, weil Riot gesagt hat, wenn ihr direkt diese große, die gibt euch zu viel Vision, zu viel Map Brush Vision, ja, Büsche. Ihr geht irgendwo hin und könnt sofort sehen, ob in Büschen irgendwo Gegner drin sind. Und das ist OP, das sollte nicht sein und deswegen sollte man das erst mit einem späteren Level kriegen. Aber dann im Prinzip ist es so, dass ja auch Wards, die viel, viel länger halten, genau die gleiche Map Awareness oder Vision geben. Und deswegen hat man sich dann jedoch entschieden, okay, ne, wir setzen dafür den Cooldown ziemlich hoch im Early Game, damit man es nicht so oft benutzen kann. Und ja, finde ich cool. Vor allem, ich bin ja so ein Dude, ich vergesse das ja immer zu wechseln und vielleicht wird es mir dadurch ein bisschen einfacher, weil ab und zu denke ich dran, bin aber erst Level 8 und kann deswegen nicht wechseln. Ja, Rune, das letzte, was wir haben, und zwar Open Spellbook. Das ist wohl das Allerinteressanteste an diesem Ganzen. Und da möchte ich euch jetzt absolut gerne zur Diskussion einladen. Und zwar ist es so, es gibt keine Summoner Cooldown Reduction mehr, die ist komplett weg. Das heißt, es ist ziemlich scheiße für einige Champs, die gerne mitgespielt haben. Also das war eigentlich der Hauptgrund, warum einige Champs mitgespielt haben. Dafür wird der Effekt komplett verändert. Und zwar könnt ihr ab der 5. Minute mit einem Cooldown von 3,5 Minuten euren Summoner wechseln. Das heißt, ihr benutzt ab der 5. Minute Ignite. Dann könnt ihr sagen, okay, ich nehme jetzt Barrier. Diese Barrier könnt ihr einmalig benutzen und danach habt ihr wieder euer Ignite, ja. Und ihr könnt dann die quasi in 3,5 Minuten könnt ihr wieder wechseln. Dann könnt ihr sagen, okay, die Barrier könnt ihr nicht mehr nehmen, aber ihr könnt zum Beispiel Heal oder, keine Ahnung, Teleport, was auch immer ihr haben wollt, könnt ihr auswechseln. Dann benutzt ihr das wieder, dann habt ihr wieder euer Ignite. Und dann könnt ihr wieder nach quasi, in Anführungsstrichen, 3,5 Minuten, jetzt Anführungsstrichen, wichtig, das wechseln und dann könnt ihr das nächste nehmen. Ja, die sind aber immer belegt quasi. Und ihr müsst erst dreimal durchswappen, bevor ihr wieder die ihr benutzt habt, nutzen könnt. Ja, das heißt quasi Barrier, Heal etc. Hier ist ganz, ganz wichtig, dass ihr 50 Sekunden pro unique benutzten Summoner Spell reduziert bekommt von diesen 3,5 Minuten. Das heißt, ganz am Ende habt ihr nur noch irgendwie knapp eine Minute Cooldown drauf, um die Summoners zu wechseln im Late Game, wenn ihr wirklich effektiv mal alles durchrotiert habt. Ja? Das ist... Ja, ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Wie gesagt, diese Cooldown-Reduction für die Summoner-Spells ist runtergekommen. Das finde ich relativ fies. Es gibt vielleicht einige Champs, die ja viel mit anfangen können. Das heißt, spielt ihr gegen den Zed, könnt ihr am Anfang, ihr geht mit einer Barrier, dann wechselt ihr auf Exhaust, dann wechselt ihr auf Heal. Das könnte wirklich nützlich sein. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ihr könnt mir absolut gerne eure Meinung dazu droppen. Ich wünsche euch was. Haut da rein, auf Wiedersehen und tschüss.